Hi, schön, dass du hier gelandet bist. Gestern Abend im SRF habe ich einen super interessanten Beitrag über ICOs gesehen und da ist ein ganz, ganz cooles Statement auch von der FINMA, der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde, bei. In dem Video schauen wir uns das an. Ich klinke mich immer mal wieder ein und ergänze das dann ein bisschen, weil da lernt ihr echt was und seht vor allem auch, was denn dabei rumkommt. Können wir dann auch kurz aufarbeiten in Bezug auf die aktuelle Marktsituation. Also, viel Spaß dabei. Die Verlockungen der Internetwährungen wie Bitcoin, sie scheinen groß zu bleiben. Virtuelles Geld erlebt einen richtigen Boom. Davon wollen junge Unternehmen profitieren. Sie hoffen, dank Kryptowährungen zu Geld, zu Millionen zu kommen, um ihre Ideen und Geschäfte zu finanzieren. Leichter und schneller als über herkömmliche Investoren. Doch 10 vor 10 kennt Zahlen, die aufhorchen lassen. Laut einer US-Datenplattform, die solche Finanzierungsmethoden im Internet weltweit beobachtet, sind seit Anfang Jahr 40% der Projekte gescheitert. Das ist viel. Woran liegt es? Ja, da habt ihr richtig gehört. 40% seit Anfang des Jahres. Das heißt, die ICOs, 40% davon in den letzten 4 Monaten sind schon Exit-Scam. Das ist wirklich krass und das ist auch ein großes Problem. Und darauf geht dieser Beitrag noch ein. Das ist richtig cool. Also, schauen wir uns das Ganze an. Gleich gilt es ernst. Unternehmer Nico Roos spricht an einem der zahlreichen Krypto-Events. Er stellt sein neues Produkt vor. Für dessen Marktlancierung will er Geld sammeln, via einer eigenen Kryptowährung. Bisher hat seine Firma über herkömmliche Geldgeber Kapital beschafft. Nun will er auf die große Masse setzen. Unsere neuen Produkte, die wir auf den Markt bringen, gehen direkt an Endkunden, das heisst, jeder kann es brauchen. Und von dem her ist es schön, wenn jeder investieren kann. Und am Schluss ist es doch auch gut, wenn man ein bisschen Millionen reinholt. Das ist auch ein Ziel. Wenn wir ein Produkt herstellen können, brauchen wir Geld. Von dem her, das ist eine schöne Kombination. In einer Halle in Zürich testet die Firma ihre Prototypen. Sie entwickelt Container und Behälter. Das Ziel, während der Reise soll die Innentemperatur immer dieselbe bleiben. So verlieren wegen der Hitze in einzelnen Ländern zum Beispiel Medikamente ihre Wirkung nicht. Ein kostenintensives Geschäft, das Smart Container mit einer Kryptofinanzierung vorantreiben will. Eine solche nennt sich Initial Coin Offering, kurz ICO. Dabei veröffentlicht ein Unternehmen im Internet seine Geschäftsidee. Investoren überweisen Geld, nicht Franken, sondern sogenannte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether. Im Gegenzug erhalten die Investoren eine andere, von der Firma geschaffene Kryptowährung. Diese kann etwa als Zahlungsmittel für Produkte der Firma dienen oder als Anteil. Dann sind die Investoren ähnlich einer Aktie am Unternehmen beteiligt. Die Firmen wiederum verkaufen die erhaltenen Bitcoins und erhalten dafür herkömmliches Geld, mit dem sie ihr Geschäft vorantreiben können. Weltweit haben Firmen, darunter hauptsächlich Start-ups, im vergangenen Jahr mindestens 4,6 Milliarden Dollar gesammelt, rund 20 Mal mehr als noch im Vorjahr. Und hier greife ich ein weiteres Mal ein, das muss man sich mal geben. 20 Mal mehr als im Vorjahr, 4,6 Milliarden Dollar eingesammelt, mindestens. Das sind solche Summen, das ist unglaublich viel, was da eingesammelt wird und 20 Mal mehr als im Vorjahr ist eine ganz klare Richtung, in die das geht. So, das ist mega wichtig, macht euch diese Zahlen mal wirklich bewusst und was halt auch ganz wichtig ist, wie er es vorher gesagt hat, jeder kann investieren, nicht nur irgendjemand, einem bestimmten Sinn, sondern jeder ist an diesem öffentlichen Projekt beteiligt. Diesem Lockruf folgten nicht nur junge und vielversprechende Unternehmen wie etwa Smart Container, sondern ebenso jene, die das große Geld wittern, so der Szenenkenner. Es sind auch viele auf den Zug aufgesprungen, weil es gerade ein Trend momentan ist. Aber die meisten hätten es auch oder hätten ohne ein ICO gar kein Kapital bekommen. Für den Schweizer Start-up-Förderer hat der Wildwuchs zwei Gründe. Es lockt das große Geld und es fehlen enge Vorgaben, wie es sie etwa bei einem Börsengang gibt. Das Problem etwa sei, dass man mit einer reinen Idee und mit einem Word-Dokument, einem sogenannten White Paper, kann Geld einsammeln kann. Und für einen Investor, der weiß nicht oder hat nicht die Rechte entsprechend, dass er weiß, wie das nachher kontrolliert umgesetzt wird. Auch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht beschäftigt sich mit dem ICO-Hype. Die Gefahr Geldwäscherei. Erst vor kurzem veröffentlichte die FINMA deshalb Richtlinien für ICOs. Für Direktor Branson braucht es aber keine neuen Gesetze und schon gar nicht ein Verbot. Es gibt sicher Chancen und Risiken, wie mit jeder Innovation. Unser Job ist, die
Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die seriösen Innovatoren gute Chancen haben, zu reüssieren, aber die unseriösen keinen Platz in der Schweiz finden. Zurück am Krypto-Event. Die Präsentation von Unternehmer Nico Roos lief gut. Er ist überzeugt, dass seine neue Finanzierungsvariante klappt und er viele neue Investoren findet. Das Feedback, das wir so bekommen haben, ist sehr gut. Von dem her sind wir gespannt, schauen vorwärts. Und wie viel wollen Sie sammeln? Das Ziel ist 40 Millionen. Noch gleicht die ICO-Welt eher Wild West. Will sie die Firmenfinanzierung revolutionieren, muss sie das Vertrauensproblem abwenden können. Der Schlüssel dürften Transparenz und strengere Regeln sein. Ja, vor allem, was dieser Mr. Branson am Ende von der Firma gesagt hat, war ja wirklich spannend. Es geht ja darum, dass das eine tolle Innovationsmöglichkeit ist, eine neue tolle Möglichkeit für Firmen. Und es gibt natürlich immer gute als auch schlechte Teilhaber. Und ihr seht halt, 40%, diese Zahl vom Anfang, da geht wirklich viel flöten. Generell ist das aber meiner Meinung nach die für die Investitionssammlung über Crowdfunding der Zukunft. So werden Startups in Zukunft finanziert. Es gibt keine bessere, einfachere Lösung. Allerdings haben wir hier natürlich wie den Wilden Westen. So wird es auch schon gesagt. So sehe ich das auch. Weil gerade für uns ist es unglaublich schwierig, dort etwas umzusetzen. Vom Prinzip her könnten wir alle recht einfach mit einem Word-Dokument und einer Idee ein ICO und einen Coin erstellen. Das geht mittlerweile recht einfach. Deswegen ist auch da immer bei diesen ganzen Multilevel-Marketing-Sachen, diesen ganzen Bonus und so weiter und so fort, schaut mal nach dem Bunny-Token, das ist so ein ICO, der genau das beinhaltet. Die sagen einfach, wir haben ein tolles Produkt, wir haben tolle Partner, die für uns werben. Du wirst jetzt investieren und du wirst mit uns Geld verdienen, weil alle Leute dazukommen, das wird größer und so weiter und so fort. Ob da jetzt was hinten dran steckt, das spielt erstmal auch noch nicht mal eine wirkliche Rolle. Es kommt ja immer drauf an, im Markt, wo das Ganze jetzt angeht. Was möchte ich euch jetzt hier auch mit diesem Video sagen? Das ist einfach ganz, ganz wichtig und möchte ich euch hier ganz, ganz wichtig sagen. Aktuell ist der Kryptomarkt ja, viele sagen, am Bluten oder hier bärisch und fällt und ja. Macht euch da doch nicht so verrückt. Ihr müsst euch das einfach mal so vorstellen, was wir im Dezember alles erreicht hatten mit Kryptowährungen, wo der Bitcoin hingestiegen ist in so kurzer Zeit. Was wir allerdings wissen, ist, dass da sehr viel Geld mittlerweile steht und jeder von uns ist irgendwo der Meinung, dass es diese Whales, diese ganz großen Investoren gibt. Diese Winklevoss-Filme sind die ersten nachweislichen Milliardäre. Ihr müsst euch doch jetzt immer einfach nur vorstellen, wer denn da oben verkauft hat. Das waren die. Das ist immer ganz, ganz klar. Wir sind immer hinterher und wir wollen immer irgendwo als Kleinanleger auch mitverdienen. Macht euch das doch mal bewusst, ob diese Leute sich jetzt bereit sind, 6.500 Dollar, wie er jetzt heute steht, für ein Bitcoin, sind die bereit, das zu zahlen oder nicht? Oder wollen die den Kurs noch niedriger sehen? Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt, ICOs sind Spekulationsobjekte. Es ist extrem schwierig, dort durchzublicken. Aber ihr seht ja, es gibt reale Veranstaltungen. Ihr müsst nicht immer nur auf all das hören, was ihr hier im Internet seht. Ja, dieser Kryptomarkt, der steht ganz am Anfang. Der Markt ist noch sehr, sehr klein im Vergleich zu allem Großen. Also ich möchte euch hiermit auf den Weg geben, ICOs, so wie es auch die Finanzaufsichtsbehörde hier der Schweiz sagt, sind generell nichts Schlechtes, aber es fehlt an Transparenz. Wir brauchen da auch einfach strengere Vorgaben, weil es kann nicht sein, dass jemand einfach mit einem White Paper, also einem Word-Dokument und einer Idee einfach Geld einsammeln kann. Das ist für Kleinanleger sehr, sehr risikoreich. Kryptowährungen sind meiner Meinung nach die Zukunft und jede aktuelle Investition in Kryptos ist meiner Meinung nach gut. Solltet ihr Fragen rund um das Thema ICOs haben, haut die unter den Kommentar, sagt mir, was ihr von ICOs seid, wie sind eure Erfahrungen. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Es gab ja bisher nur eine Handvoll ICOs, die nach dem Pre-Launch auch nicht abgestürzt sind, sondern danach den Kurs gefallen haben. Ich fand das Video auf jeden Fall toll. Das hat mich auch nochmal bestätigt, auch diese andere Seite von diesen seriösen Geschäftsmännern zu sehen. Wie sehen die denn ICOs? Was ist es denn für diese Serien? Weil ihr könnt das wirklich als einen Firmenanteil auch sehen, diese Token, die ihr dann hier dann bekommt. Und das ist eine Sichtweise, die in dieser ganzen Scam-Sache, die man da mittlerweile oft verfolgt haben, diesen ganzen stümpelhaften, amateurhaften ICOs dann sieht. Aber hier, hey, 40 Millionen als Ziel, also ja, da wird wirklich auch was umgesetzt und all das ist Liquidität, die in den Kryptomarkt kommt. Und das ist gut für uns, das braucht der Markt. Also, ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt, konntest dieses Video auch so anschauen wie ich und konntest da ein bisschen den Input mitnehmen. Ich bedanke mich bei dir natürlich, wünsche dir alles, alles Gute. Ciao! Thank you.